Hallo liebe Zuschauer, heute am ersten Sonntag der Messe Caravansalon 2020 habe ich mal den Eingang Süd benutzt und laufe mal direkt in die Halle 1, die neue Halle der Messe Düsseldorf, die dieses Jahr natürlich aufgrund von Covid-19 etwas locker und luftiger gestaltet ist, aber trotzdem einen tollen Eindruck macht. Hier seht ihr einiges an Wohnmobilen, hauptsächlich Wohnmobilen, Veranstaltungsbühne hier für die Hersteller, um sich zu präsentieren, Wortbeiträge und tolle Diskussionsveranstaltungen finden hier statt. Ja? Hier ist die Firma Weinsberg, die Firma Ventura mit ihren neuesten Modellen, ne? Alles was für das nächste Jahr schon interessant wird. Ne? Weinsberg hier, wie gesagt, auch nochmal mit einem großen Stand, da stehen noch einige Wohnwagen. Auch hier Weltpremieren, die hier in Düsseldorf gezeigt werden. Die Messe Düsseldorf hat übrigens das Konzept, das Hygienekonzept, super umgesetzt. Also es gibt kaum Berührungspunkte, Abstände werden eingehalten. Alles ist vernünftig eingezeichnet, überall kann ich meine Hände desinfizieren. Klar, Maskenpflicht herrscht in den ganzen Gebäuden, aber da haben wir uns ja auch in den letzten Wochen und Monaten leider dran gewöhnen müssen. Aber es funktioniert sehr gut. Hier zum Beispiel auch einer von den neuen Weinsberg-Modellen, ein kleineres Modell. Wie gesagt, also ich finde trotzdem, ja, auch wenn dieses Jahr die Anzahl der Aussteller sich zwar um einiges reduziert hat, gibt es viele tolle Neuigkeiten zu sehen und es ist einfach mal einen schönen Tagesausflug wert. Ich freue mich, wenn ihr euch das Video anschaut. Ne, könnt auch gerne bewerten, lasst eure Kommentare da. Seid ihr für den Caravansalon 2020 zu haben oder sagt ihr, nee, ich warte auf nächstes Jahr, vielleicht ist es dann etwas besser. Bis dann!